Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen SnowRunner. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie ich zum Schluss noch meinen Reifen kaputt gefahren habe. Aber hat trotzdem alles noch gut geklappt. Ich habe dann den Anhänger noch verkauft und bin jetzt hier geborgen zurück in der Werkstatt. Und ich habe mir für heute Folgendes gedacht. Ich möchte mal einen neuen Truck ausprobieren, den wir bisher noch nicht ausprobiert haben. Und dafür brauchen wir aber ein bisschen Knete. Grundsätzlich ist Knete ja kein Thema. Wir haben ja wahnsinnig viel Knete in Form von irgendwelchen Fahrzeugen herumtüdeln, die wir eigentlich aktuell gar nicht nutzen. Na, ich würde jetzt zum einen mal zum Beispiel sagen, den International HX 520, den verkaufen wir. Denn ich wüsste aktuell nicht, wofür wir den brauchen. So, und damit haben wir mehr als genügend Geld, um uns ein bisschen, krachen zu lassen. Und ich habe mir gedacht, ich will mal den Anker ausprobieren. Der ist, ich weiß nicht, wann der ins Spiel gekommen ist, aber wenn ich mal so schaue, wir haben aktuell, obwohl wir haben hier auch 51 Zoll Reifen drauf, ne? Viel größer sind die gar nicht. Leistungsgewicht und Haltbarkeit sind hier natürlich auch auf einem echt guten Niveau, aber der Ank ist vielleicht ähnlich. Ich weiß es nicht, ne? Also deswegen, wir gucken uns den heute mal an. Beschreibung, Modifikation des Ank MK 38, bei der die ursprüngliche Seitenwand zugunsten von universellen Halterungen ersetzt wurde, die für die Installation von häufig verwendeten Koffer aufbauten, Treibstofftanks und Reparaturmodulen geeignet sind. Im Gegensatz zu seiner militärischen Version bietet dieses Modell zwar nur eine durchschnittliche Leistung, dafür aber mehr Drehmoment und damit Flexibilität bei der Beförderung schwerer Güter. Also ich, wie gesagt, wir nehmen den mal mit. Und zwar habe ich, den können wir mal abstellen und dann gehen wir mal ins Trucklager. Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Einsetzen. So, und den machen wir uns jetzt als allererstes mal ein bisschen hübsch. Und zwar hübsch im Sinne von, dass wir mal gucken, ich kann jetzt hier noch keinen besseren Motor einbauen, den müssen wir wahrscheinlich, ja genau, Michigan, Nordamerika. Vermutlich könnte, naja, der ist noch ein bisschen besser, der ist dann in Alaska. Also das heißt, das ist eigentlich alles gar nicht so weit weg. Ich bin gespannt. Wisconsin, Alaska, Michigan. Also das heißt, tendenziell finden wir einiges, was wir hier noch benutzen können. Aber wir können hier die Federung wechseln. Und es gibt einmal aktiv und erhöht. Ich bin mir nicht sicher, aber aktiv reduziert unsere Haltbarkeit und ist wahrscheinlich einfach nur, hier steht ja manuelle Anpassung. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich würde einfach die Federung einbauen. So, und durch die höhere Federung können wir jetzt größere Reifen einbauen. So. Und ja, für die Schlammreifen brauchen wir hier nämlich bloß Rang 12. Das ist eine ziemlich coole Sache. Aber wir können zumindest schon mal ganz coole Offroad-Reifen installieren. Ne? Also wir haben aktuell 47 Zoll. Ich würde hier irgendwo in den Bereich 51 Zoll gehen. Und also ich bin ehrlich, die sehen irgendwie ganz cool aus, oder? Die sind ja im Endeffekt alle gleich ähnlich, aber ich glaube, so von der Profilierung her würde ich fast sagen, ich glaube, das spielt keine Rolle, aber ich würde die nehmen. Okay, so, dann brauchen wir Getriebe, haben wir jetzt alles schon, Federung haben wir, Reifen haben wir, Winde. Winde müssen wir jetzt noch die lange Winde einbauen, ne? Die nehmen wir natürlich rein. So, dann haben wir Ersatzrad, können wir noch nicht, brauchen wir Rang 13. Schnorchel, Eindringen, genau, so. Das braucht Stufe 19. Ich nehme einfach mal das, das sieht auf alle Fälle besser aus. Und dann brauchen wir jetzt hierfür, ah, verstehe, okay. Also es gibt hier nicht viele Möglichkeiten. Wir können hier einen Kofferaufbau drauf machen, Kraftstofftank oder eine Sattelkupplung. Sattelkupplung hoch oder niedrig, viel mehr funktioniert hier an der Stelle gar nicht. Das heißt, die Mission, die ich mir ursprünglich gedacht habe, können wir dafür nicht nutzen. Aber wir können mit den Sattelkupplungen auch arbeiten. Das funktioniert. Das machen wir auch. Ja, ansonsten hier würde ich jetzt prinzipiell gar nicht großartig. Obwohl, das sieht schon schick aus. Ne? Das kann man schon mitnehmen. Oh, Stoßstänger. Stoß Heavy Duty. Sieht schon cool aus, ne? Kann man schon auf jeden Fall, denke ich, mit anbauen. Ich sehe gerade gar nichts. Ist auch egal. Wir machen hier mal von der Farbe vielleicht noch was Cooles. Vielleicht irgendwie sowas in dem Bereich, ja?
Ich meine, der sieht in dem Gelb auch schnieke aus, aber ich glaube, das hier gefällt mir ganz cool. Die haben wir bisher auch noch nie verwendet. So, und dann würde ich sagen, mit dem können wir vielleicht mal... Boah, doch. Sieht eigentlich ganz geil aus. Fährt sich auf alle Fälle auch erstmal fährt ziemlich flott los. Also es ist nicht so ein Bummelinchen wie die anderen teilweise. Neigt sich ziemlich krass. So, jetzt gucken wir als allererstes mal, was wir jetzt machen wollen. Also ich hatte ursprünglich eigentlich vorgehabt zu sagen, wir machen die Spritbestellung. Das heißt, die Frachtcontainer, welche hier unten stehen, den Anhänger hier rüber zu fahren. Hey, das können wir trotzdem machen. Wir können einmal hier Frachtcontainer holen. Hier sind aber auch zwei Frachtcontainer drauf. Das heißt, das müsste eigentlich funktionieren, zumal wir die Anhängerkupplung haben. Ja, das ist eigentlich kein Thema. So, und wir kennen den Spaß aber schon. Ne? Wir werden jetzt hier eine kleine Ecke, werden wir jetzt hier runterfahren und dann geht es ja eigentlich direkt. Aber das ist ja der Punkt. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt wieder hier anfange hin und her zu eiern, dann... Ich glaube, wir fahren direkt hier hin. Und dann müssen wir... Werkzeug liefern. Schiebeplan, Auflieger, wo ist denn der? Der ist hier drüben. Wir können auch das erstmal machen. Hier Rüberzugsrichtung Upgrade wechseln und dann den Weg hier rumfahren. Das finde ich eigentlich viel sinnvoller. Das heißt, wir fahren hier runter. Wir machen zwei Sachen. Haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, einmal hier rüber. Das ganze Theater. So. So. Und dann müssen wir hier hin. Und das ist, glaube ich, so der Klassiker. Ich glaube, ich bin immer hier. Irgendwie. Ja, müssen wir uns einfach mal angucken. Ne? Also wir können dann hier gleich mal die Mission noch mitnehmen. Dann können wir hier das Upgrade noch mitnehmen. Und wenn wir das Upgrade haben, dann können wir uns hier unten lang schlängeln. Und dann können wir gleich mal ein bisschen testen, was der so alles drauf hat. Ne? Dann gehen wir heute gleich mal richtig aufs Ganze. Nehmen das Upgrade auch noch mit. Und danach geht's hier runter und alles andere machen wir dann, wenn wir soweit sind. So, und dann können wir heute mal mit dem Ankh ein bisschen eine kleine Testfahrt veranstalten. Ja. Also die Reifen gefallen mir auf alle Fälle schon mal ganz gut. Ich kann hier mal noch ein bisschen an der Lautstärke drehen heute. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ja. Und, bisschen aufpassen muss ich auch. Okay, Bremsen funktionieren auch gut. Also der ist sehr direkt, das muss ich sagen, das gefällt mir. Er hat einen Nachteil, sind die Aufbauten, aber das ist prinzipiell, finde ich, gar kein Problem. Ich habe ja schon mal gesagt, also was heißt schon mal gesagt, der Punkt ist ja, ne, jedes Fahrzeug hat ja so seine gewissen Eigenheiten, aber ich finde, der ist recht flott, der lenkt sich gerade gut. Mal gucken, wie er sich im Gelände schlägt, das heißt überall da, wo Schlamm oder auf Ursachen sind. Das würde mich mal noch interessieren. Denn ansonsten finde ich, ist ein schnelles, wendiges Fahrzeug eine richtig coole Sache. Wenn wir für den dann noch hier in Michigan bessere Motoren und so rankriegen, wo wir gerade dabei sind, wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir holen uns mal das Upgrade hier hinten. Oh, Scheibenkleister. Jetzt habe ich gerade eben die falsche Taste gedrückt. Das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten auf die globale Karte. Und wollen hier natürlich mit unserem Ankh weiterfahren. Na komm, Schatzi. Los geht's. Einmal bitte wenden. Ja. Also mein Ziel ist es ja so, wie denke ich, das Ziel von euch allen, auch jeden Truck mal irgendwie ein bisschen auf Herz und Nieren zu testen. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Route, die wir uns heute rausgesucht haben. Ja, hier langbrettert. Also der Speed ist gut, das gefällt mir richtig gut. Also der hat echt Leistung. Und das mit aktivierten Allrad und Differential. Die Frage ist halt, ne, wie schlägt er sich mit Last und wie schlägt er sich im Schlamm? Schlamm ist natürlich immer so eine Sache mit Schlammreifen. Ne? So, gucken wir mal, was wir hier kriegen.
Das ist ein neuer Motor, den kriegen wir für Chevrolet, für den Scout 800 und den Ford. Das sind jetzt Fahrzeuge, die wir alle jetzt aktuell nicht mehr nutzen. Aber ansonsten, ne, der hatte ja den Wartungskofferaufbau. Das heißt, den kann man, der ist ja nicht so teuer, ne, den kann man auf alle Fälle im Lager stehen haben. Und wenn man sowas wie einen Tankanhänger oder einen Truck mit Wartungsanhänger braucht, dann finde ich, ist der dann wahrscheinlich eine coole Sache, wenn der sonst wahrscheinlich jetzt nicht so für Frachten gut ist. Wobei, ich meine, ich kann ja mit einer Sattelkupplung immer auch einen Anhänger hinten dran ballern, der, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Slots Cargo transportieren kann. Wie dann das Leistungsgewicht ist, wie er das dann rüberbringt, das weiß ich natürlich nicht. Das müssen wir testen. Aber das wäre dann nochmal eine recht spannende Geschichte. Und aktuell ist es ja so, dass wir hierfür noch einen besseren Motor bekommen können. Also einmal hier in Michigan irgendwo und einen in Alaska. Mal gucken. Wenn wir die recht zeitnah rankriegen, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Vor allem, weil wir hier in dem Bereich von Michigan wahnsinnig lange Touren haben. Ne? Also das Theater hier hinten rum, dieses Ganze mit den ganzen Kurven und so, das habe ich noch in Erinnerung, das zieht sich so in die Länge. Da habe ich so viele Stunden verbracht auf diesen Bereichen mit hin und her und dann passiert vielleicht irgendwas und dann muss man wieder so weit dahinter. Also daran erinnere ich mich echt. Und das war, naja, das hat sich ein bisschen eingebrannt. Und in, ist das Drummond Island? Jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Nee, Island Lake ist es, glaube ich. In Island Lake bin ich auch sehr, sehr viel mit dem Kolob rumgefahren, der so langsam ist. Weil ich in Erinnerung habe, dass das eine sehr, sehr schlammige Ecke ist. Und das bedeutet ja immer, ne, Fahrzeug am besten mit. Oh, toll. Haben wir uns gleich mal einen Reifen wieder zu fahren und wir haben kein Ersatzrad. Also das passiert mir sonst eigentlich nicht so oft. Aber irgendwie gefühlt fährt er immer noch gut. Lob's natürlich trotzdem, weil wir gerade auf dem Hinweg sind und eigentlich noch eine ganz schöne Fuhre vor uns haben. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja, gegebenenfalls muss man da mit einem Scout oder sowas oder mit einem anderen Truck und einem Wartungsanhänger irgendwie zwischensteuern. Aber bisher hier, also das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr geschmeidig. Aber auch, ne, wir sind auch wieder bei dem Punkt, ne, ich habe jetzt durch das Level schon ein paar bessere Reifen, ne, Offroad-Reifen sind ja schon die Vorstufe zum Schlammreifen. Und die fahren sich halt jetzt, wo nicht Schlamm ist, halt auch noch echt perfekt. Und Schlamm haben wir halt bisher noch nicht gehabt. Hier ist ein bisschen Schlamm. Ah, hier muss er ein bisschen kämpfen. Mal gucken, wie sich das dann hinten raus ausgeht. Ist aber, glaube ich, auch ein Truck. Ne, den haben wir jetzt einfach gekauft. Ich weiß gar nicht, ab wann der im Shop zur Verfügung steht. Ob der schon rechtzeitig da ist oder ob man hinter was für einer Levelgrenze der steckt. Habe ich jetzt tatsächlich nicht beobachtet. Das ist natürlich doof. Wenn der Reifen vorne kaputt ist, dann weiß ich nicht, ob das jetzt große Auswirkungen auf den Schlamm hat, aber ich könnte mir vorstellen, schon. Ist schon auch irgendwie cool zu sagen, man kann hier in Snowrunner einfach ein bisschen durchrattern und muss nicht permanent darauf aufpassen, dass man sich irgendwo festfährt, sondern man macht einfach so ein bisschen, ja, einen auf Speed. Und gibt es ja wahnsinnig viele Speedrun-Geschichten.
Also ich habe das nicht wirklich aktiv verfolgt. Ich habe mal so ein Video gesehen und finde das recht cool. Also das ist eine spannende Sache. Wenn man halt das nötige Level und alles hat und alles freigeschalten hat, ist das halt cool. Und dann macht das halt sicherlich auch eine ganze Menge Spaß, weil das Taktieren dann natürlich ein anderes ist. Ich finde, das Leveln in SnowRunner ist halt das Lernen des Spiels. Ne? Man lernt halt so die grundlegenden Mechaniken kennen und man lernt halt kennen, wie das Reifenverhalten... Also ich finde, es... Die Progression ist eigentlich ganz cool gemacht. Also klar, es dauert halt immer eine Weile, um bestimmte Sachen zu erreichen, aber ich finde, es ist okay. Es ist immer so, dass man die Möglichkeit hat, hoffentlich bleiben wir da nicht hängen. Es ist immer so, dass man die Möglichkeit hat, auch mal ein paar Sachen auszuprobieren. Weil wenn immer gleich von Anfang an alles frei ist, dann ja. Es gibt so ein Beispiel, das fällt mir ein, Forza Horizon. Was ich an den Forza Horizon Spielen nicht mag, ist, dass ich von Anfang an alles, also klar, es steckt alles, glaube ich, hinter einer Geldbarriere, aber ich bin ein Mensch, ich habe die alten Spiele geliebt, wo ich Dinge freischalten musste. So in den frühen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, Need for Speed Teilen, das richtig gute Fahrzeug, das musste man sich erkämpfen, das musste man sich erspielen. Das war nicht einfach so ab Minute 1 kaufbar, wenn man den nötigen Betrag hingelegt hat. Und das finde ich in Forza Horizon, ich fände es schöner, ich weiß, es ist, jeder sieht die Sache anders, aber ich fände es zum Beispiel schöner, wenn man sagt, man muss erstmal mit den kleinen Klapperkisten rumfahren, muss erstmal das Spiel kennenlernen und die richtig guten Fahrzeuge, die richtig schnellen Teile, die gibt es erst später. So, haben wir wieder eine Mission erledigt, genau, sehr schön. Ja, hätte man den Text jetzt mal noch durchlesen können, aber sei es drum. Es geht ja hier nicht um die Story. So, ich denke, hier rüber kommen wir auch. Das kriegen wir hin. Ja, bisher schlägt das sich auch mit kaputtem Reifen ganz gut. So wie ich die Sache sehe, wird wahrscheinlich der Motor bald folgen. Obwohl, der hat noch ganz gut. Die Federung sieht nicht so schön aus. Ja. Wir werden das Fahrzeug ganz schön zernehmen, denke ich, jetzt auf der restlichen Strecke. Also ich denke, wir werden unten entweder nochmal bergen. Ich glaube, bergen macht fast am meisten Sinn. Boah. Das kann natürlich auch ein Nachteil sein, das habe ich jetzt nicht so im Gefühl. Aber dass er vielleicht ein bisschen anfälliger ist für Schäden. Vielleicht liegt das auch an der erhöhten Geschwindigkeit. Er ist ja doch ein bisschen flotter unterwegs wie manche andere Fahrzeuge. Ist hier ein Baumstamm? Ist einer, ne? Packt gleich mal drauf. Ja, mit Feingefühl ist manchmal nicht so viel, ne? Wenn man dann einmal aufs Gas antippt, dann fährt er auch schon los. So, hier gibt es, wie gesagt, noch eine Mission, die nehmen wir mit. Und hier ist auch ein Schiebeplananhänger. So, was heißt das hier? Wir müssen die Laderampe in einem unserer Lagerhäuser reparieren. Momentan fehlt dazu die richtige Ausrüstung. Liefere das Werkzeug ab und wir sorgen dafür, dass du für deine Mühe belohnt wirst. Okay. Am Verfolgung starten. Lieferung zum Lager aus. Schiebeplan an. Ah, wir wollen eigentlich prinzipiell schon in die Richtung, von daher sollten wir den gleich mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Mit dem kaputten Fahrzeug und auch diese Strecke dahinter. Das ist schon... Aber zumindest sollten wir es versuchen. Alles EP, alles EP. So hat man früher mal gesagt. Und ich glaube, das zählt, das gilt heute immer noch. Also das ist tatsächlich so ein Punkt. Jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Okay, was sagt er jetzt hier? Also Upgrade, das nächste Upgrade, das sollten wir bekommen. Da muss man vielleicht kurz den Anhänger abkoppeln, aber das sollte machbar sein. Ist hier unten im Busch, ne? Kommen wir auch mit Anhänger hin. Ja, das geht schon. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Thema. So. So, okay. Für welche Trucks gibt es das denn? Für den White Western Star. Alles klar. Danke dafür.
Es wird schon wieder. Es ist erst 18 Uhr, aber ich finde, man merkt immer sofort, wenn es ein bisschen düster wird. Und ja, ich weiß nicht. Ich mag das nicht. Ich fahre lieber bei Tag. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon ein bisschen älter bin. So, den könnte man hier dann wegnehmen. Den. Ach nee, wir müssen hier ein Stück hoch und dann gleich links weg, ne? Ich krieg dann Augenprobleme. Ja, wir müssen hier einmal ganz steil um die Kurve. Ich erinnere mich an diesen Pfad, der sieht auch schon so klein aus. Also das wird eine knappe Geschichte. Ich glaube, eigentlich sehen die das so vor, dass du hier nicht mit dem Anhänger langfährst, sondern hier oben rum die große Tour fährst. Dann ist das eigentlich Easy Mode. So ist das ein bisschen herausfordernder, aber wir sind ja keine Pussys, deswegen versuchen wir das irgendwie trotzdem. Mit kaputtem Reifen und Anhänger. Naja, gut. Aber wie gesagt, dann haben wir gleich mal den richtigen Stresstest für das Fahrzeug. Denn ich glaube, viel schlimmer wird es dann nicht. Auch vielleicht mit Schnee und Eis und allem. Und Steilberg hoch. Aber das liebe ich an SnowRunner. Und das ist immer so das Klassische, ne? So, man könnte jetzt außen rum fahren, aber nein, man ist zu faul und deswegen fährt man mittendurch. Und wenn man sich dann festhängt, ist dieses Risiko. Ne? Man könnte außen rum fahren und braucht dafür 15 Minuten. Man könnte die Abkürzung nehmen, in der man, für die man 10 Minuten braucht. Aber man hat halt das Risiko, wenn man bei der Abkürzung irgendwie stecken bleibt, dass man dann 1,5 Stunden braucht. Ne? Aber das Risiko nimmt man trotzdem in Kauf, weil es einfach... Ja, die 5 Minuten tendenzielle Ersparnis, die man haben könnte, sind es halt nur mal wert. So, jetzt denke ich, wird der kaputte Reifen ein bisschen auch zum Tragen kommen. Ja, ich bin zu faul, hier die Winde manuell anzusetzen. Deswegen hoffe ich, dass wir den Windenpunkt so ganz gut kriegen. Jetzt haben wir den Baum, den ich haben will. Sehr gut, dann klappt das auch. Und da ziehen wir den Anhänger auch gut durch den Schlamm, ne? Einmal hier noch einen Screenshot mitnehmen heute. Vergesst immer, die Screenshots zu machen für die Folgen. So. Das muss ich mir mal angewöhnen, denn das ist im Nachhinein manchmal so ein Gefrickel, wenn man so eine schöne Szene hat, wo das passt. Man sieht ja meistens im Video nur die Fahrzeuge von hinten. Wenn die Missionen abgeschlossen sind, kann ich ja keinen Screenshot mehr von der Mission machen. Aber, ja. Im Endeffekt ist eh die Frage, wer guckt sich die Thumbnails an. Also klar sind die erstmal da, aber gerade bei einer Let's Play-Reihe. Ich finde, das erste Thumbnail ist sehr wichtig. Wie gut die ist, haben wir aber auch. Oh je, Mini, wo müssen wir denn lang? Alter Schwede. Da kommen wir doch nie im Leben hoch, oder? Unser Sprit ist vor allem gleich alle. Nicht schlecht. Ja, der Kollege ist durstig, jetzt so in der Kombination. Kann natürlich auch am kaputten Reifen liegen. Heißt also, dass wir definitiv noch irgendwas brauchen werden, was... Irgendwas brauchen werden, was uns auftankt. Aber wir fahren so weit, wie wir fahren können. Und dann müssen wir mal schauen. So, jetzt haben wir hier hinten noch das eine Upgrade, ne? Das ist natürlich das Problem. Wenn ich jetzt den Anhänger hier so mitnehme,
Der rollt uns natürlich hier hinten runter, ne? Nee, wir fahren hier erstmal noch ein kleines Stück um die Kurve. Wir müssen den hier oben erstmal abstellen. Wir können sonst das Upgrade nicht mitnehmen. So denke ich, könnte es klappen. Stehen, Anhänger, bleib stehen. Boah, Federung kaputt. Wird alle. Und Fahrzeug säuft ab. Sehr gut. Also wir haben alles richtig gemacht, würde ich sagen. Alles richtig gemacht. Okay. Ehe wir jetzt das andere Fahrzeug herholen, nehmen wir einfach den. Bergen den. Und fahren gleich wieder aus der Werkstatt raus. Und ich würde sagen, das ist jetzt nicht wirklich prickelnd. Ich fahre mal den ganzen Weg hierhin jetzt zurück und wir machen einen kleinen Cut. Und welcome back. Wir sind wieder frisch am Start, nur mit leichten Schäden. Und ich wäre fast nochmal umgekippt hier. Also das ist dann wieder so eine Ecke, die ein bisschen, naja, es in sich hat, wenn man nicht aufpasst. Aber wir sind da und können unser Upgrade mitnehmen. So, dann schauen wir mal, was wir hier bekommen. Okay, wir bekommen Freeway. Das ist wohl diese optimierte, ein Getriebe ist das, genau. Und ein Schnellgang, für einige Fahrzeuge. Guckt euch das mal an, für den Hammer, für den Kahn, für den Yar, den wir, glaube ich, noch nicht haben, ne? Ich weiß nicht, welcher Tast das ist. Ich glaube, der Tatarin, den wir hier nutzen, oder wie der heißt, ist wiederum ein anderer. Aber es ist cool, also definitiv mal ein Upgrade, was nicht ganz Schrott ist, sondern was man sicherlich so für den einen oder anderen Truck verwenden kann. Ich habe ja damals mit dem, beim ersten Spieldurchlauf, den ich ja nie komplett abgeschlossen habe, so meine paar Erfahrungen mit dem Hammer gesammelt und ich war nicht wirklich zufrieden. Der fuhr nicht wirklich gut. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn man den mit Upgrades vollpackt. Gerne da mal auch ein paar, bisschen was in die Kommentare, ob ihr findet, ist das ein gutes Fahrzeug oder nicht. Nutze den nicht. Ich finde, der sieht halt total scharf aus, aber kann halt sonst nicht wirklich viel, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier rumkommen. Ich denke, das restliche Stück bis runter, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Ich bin ja jetzt gerade schon den Weg hier hochgefahren. Ihr habt die Strecke jetzt noch nicht gesehen. Und ich fand, das ging jetzt. Das war alles überschaubar. Ja, also ich würde unterm Strich sagen, also vor allem für so eine Bergtouren hat er sich ja schon bewährt. Also der ist vom Prinzip her ein bisschen wie unser kleiner Azov, nur schneller. Der Azov ist ja auch so ein Monster, den man nicht kaputt bekommt. Und vielleicht, der Azov kriegt vielleicht noch ein paar mehr Sachen geregelt, aber mit was für einem Speed der hier lang tigert, das ist ziemlich cool, das gefällt mir richtig gut. Das heißt, den werden wir wahrscheinlich behalten und werden den wahrscheinlich richtig oft jetzt nutzen, wo wir noch können. Die Aufbauten, klar, das ist ein Nachteil, aber it is what it is. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen durchswitchen und ja. So, und schon sind wir auf der Straße. Ja, be prepared for the unexpected. Das stand da drauf. Und ich glaube, das ist uns relativ egal. Nee, Moment mal, wir müssen hier gar nicht runter. Ne, jetzt wäre ich ja fast runtergefahren. Ich glaube, wir müssen den. Müssen wir den abliefern hier vorne? Einfach nur am Lagerhaus. Das sollte eigentlich gut machbar sein. Wenn wir uns nicht allzu doof anstellen, kommen wir da, denke ich, ohne Probleme hin. So. Und dann müsste ich eigentlich die Quest auch mal annehmen, diesen Auftrag.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wieder ein Häkchen, was wir machen können. Gibt es da auch eine Zeitmission? Ich bin kein Freund von diesen Zeitmissionen hier in SnowRunner. Vielleicht mal irgendwann zum Schluss. So, Laderampe läuft wieder einwandfrei. Vielen Dank dafür. Das heißt, ich habe das mal im ersten Durchlauf ein-, zweimal gemacht, aber es gibt mir nichts. Ich denke wirklich irgendwann mal zum Schluss, wenn alles freigeschalten ist und so und man noch ein bisschen Langeweile hat oder sich austoben will, dann ist das eine coole Sache. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das passiert, denn die veröffentlichen ja mehr Seasons und Kram, wie man hinterherkommt. Also, tun sie nicht. Ich denke, für die Leute, die hier wirklich regelmäßig am Ball bleiben und immer wieder das Spiel spielen und eigentlich nichts anderes machen, für die ist das schon gut, dass der Content kommt und auch die werden sich wahrscheinlich immer mal wieder ein bisschen langweilen und vielleicht eher mal in den Horde-Mode reinschnuppern oder ein bisschen mehr noch Koop spielen. Aber für Leute wie mich ist das hier schon... Also ich komme nicht hinterher. Ich weiß nicht, was jetzt nach Season 8 noch folgt, ob es irgendwie noch, noch ein Jahr 3 gibt. Das habe ich keine Ahnung. So, glückloser Angler. Man sagt, Angeln wäre Entspannung pur. Außer natürlich, man schafft es irgendwie, seinen Truck zu verlieren. Hilf dem Kerl, seine Maschine aus dem Fluss zu holen, damit er nicht, mich nicht weiter vollheult. Okay, Details. Wo? Da unten. Das ist auch ein Upgrade in der Nähe. Also das heißt, das muss man theoretisch irgendwie mal sich angucken, wo man da lang fährt. Annehmen werden wir das auf alle Fälle. Und hier sind ja einige, ne? Hier ist ein International Twinstar, den werden wir auch über irgendeine Mission wahrscheinlich befreien müssen. Und den hier erreichen wir auf alle Fälle ein Upgrade. Das werde ich mir wahrscheinlich jetzt noch holen. Nehme die Mission mal an. Ob ich dann auf dem Rückweg den anderen noch mitnehme. Müssen wir mal gucken. Also, jetzt auf alle Fälle erstmal noch kurz hier runter. Ich glaube, das schaffen wir noch. Ich bin neugierig. Upgrades ist irgendwie so eine coole Geschichte. Also das ist Upgrades in SnowRunner ist immer so ein bisschen das ist ein bisschen wie das Osternest. Also man muss sie natürlich finden, die richtigen Upgrades. Man weiß nicht, was drin steckt. Eher so rum. Ja doch, es ist schon eine kleine Suche. Ne? Man sucht ein bestimmtes Upgrade und man weiß nicht, wo es ist. Deswegen muss man erstmal ein bisschen erkunden. Und dann, wenn man es gefunden hat, dann freut man sich natürlich und will es auspacken. Und hofft, dass was Schönes drin ist. Oftmals ist gefühlt Schrott drin, aber am Endeffekt freut man sich dann doch, wenn man den einen oder anderen Truck auspackt und feststellt, ey Mann, das ist ja doch eine richtig geile Sache, was ich hier schon alles zur Verfügung habe, was ich schon freigeschalten habe. Und ihr merkt wahrscheinlich, ich habe gerade tierisch Bock, mit dem Ank hier rumzufahren. So ein cooles Fahrzeug. Mal sind wir ruckzuck, sind wir hier unten. Und können das mitnehmen. Da ist der Sprit schneller leer, wie wir gucken können. Das ist, glaube ich, auch noch so eine kleine Schwäche, dass wir viel zu viel Sprit verbrauchen. Aber ich meine, klar, wenn wir halt so schnell vorankommen, dann muss der halt auch ein bisschen mehr verbrauchen. Ist vollkommen logisch. So, was haben wir denn hier jetzt? Okay, ein aktivierbarer Allradantrieb für den White Western Star. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, den White Western Star habe ich nie genutzt. Aber das wird vielleicht dann auch mal ein Truck, den wir uns einfach angucken werden. Wenn wir jetzt vor allem schon so ein paar, zwei, drei Upgrades mit dazu haben. So, ich werde jetzt eins machen. Ich werde jetzt versuchen, dieses Fahrzeug auch zu versenken, indem ich versuche, den glücklosen Angler rauszufischen. Ich habe keine Ahnung, ob uns das gelingt. Wir testen uns das jetzt einfach mal aus. Okay. Oh ne, ich glaube, das ist zu tief, oder? Am Rand vielleicht, von der anderen Seite. Wird es schon wieder finster? Ne, es ist 14 Uhr nachmittags. Das täuscht, weil es so diesig ist. Es sah so aus, als wäre das ein sehr, sehr tiefes Gewässer, aber das scheint zumindest erstmal zu funktionieren. Oh, hier muss er ein bisschen kämpfen. Also ich glaube tatsächlich, Schlamm ist auch eine Schwäche. Das kann aber tatsächlich auch daran liegen, dass wir keine Schlammreifen haben. Ich denke, das geht noch besser. Und im Endeffekt, solange er sich irgendwie bewegt, ist ja alles gut. Ne? Oh, hier an dem Baum bin ich. Okay.
Na komm, noch eine Runde rum, noch eine Runde rum, noch eine Runde rum. Oh, oh, oh. Motor ist noch an. Ach, verbucht. Okay. Nee, jetzt sind wir komplett abgesoffen. Schade, schade, schade. Das hätte gut funktionieren können. Da unten war schon das Ding, was wir retten müssen. Aber wahrscheinlich müssen wir dann einfach von der anderen Seite ran. Ich glaube, das ist... Man könnte jetzt mit dem TAS, könnte man theoretisch hier einfach noch rüberfahren und das holen und noch... Wir müssen mal gucken. Ich werde mal die Tage noch ein bisschen schauen. Ich werde vermutlich noch das ein oder andere Upgrade noch mitnehmen und die ein oder andere kleine Sache noch machen. Wir müssen mal gucken, dass wir hier vorwärts kommen. Also wie ich es schon gesagt habe. Das heißt, wir werden hier die coolen Sachen werden wir zusammen machen. Ne? So was jetzt hier das ist, so die großen Missionen mit den Frachtcontainern, die werden wir auf alle Fälle zusammen angehen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt alle klitzekleinen Sachen hier angehen, gerade mit den Zementsäcken und sowas. Das müssen wir mal schauen. Ne? Überlege ich mir mal noch, was ich hier vielleicht vorbereite, was ich selber mal noch ein bisschen für mich auch einfach fahre, was ich vielleicht einfach nur als Zeitraffer aufnehme. Und ja, den Rest schauen wir uns an. Ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Wir haben wieder ein wundervolles Ende hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Von daher, bis denne. Tschüss, tschüss.